Yo! Hey, hallo YouTube! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Schwert Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich hier in die neue City reingekommen, haben den Seiteneingang genutzt, den Mary uns gezeigt hat, und haben uns mehr oder weniger hier reinschleusen lassen. Außerdem haben wir die komplette Route hinter uns gelassen, auf der wir waren. Wo wir auch unser neues Rotom-Rad-Upgrade gekriegt haben, um übers Wasser zu fahren. Und wie immer, falls ihr die letzte Episode verpasst habt, checkt diese aus, gebt ihr einen Try, lasst ein Like da, etc. Ihr wisst, ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet nicht enttäuscht. Diese Episode werden wir jetzt hier diese gute Stadt erkunden. Die sieht ziemlich runtergekommen aus, sie ist ziemlich dunkel, ziemlich dreckig, möchte ich fast schon sagen. Und das ist auch die Stadt, in der Mary aufgewachsen ist. Kein Wunder, dass sie so ein bisschen punkmäßig angehaucht ist. Und ja, overall finde ich die Stadt eigentlich, wenn ich so vom ersten Blick her gucke, cool. Sie ist optisch eigentlich ziemlich geil, natürlich runtergekommen, könnte Renovierung vertragen etc. Aber dieses ganze Licht, diese ganzen Lichteffekte auf den einzelnen Lampen, die Umsetzung auf dem Boden, dass die so beleuchtet sind, diese Schatteneffekte, ist für ein Pokémon-Spiel grafisch schon äußerst auf einem hohen Niveau, sage ich mal, für ein Pokémon-Spiel, sagen wir besser mal so. Ich würde sagen, wir fangen aber direkt an, schauen uns hier um und finden heraus, was es hier zu tun gibt. Wir sind in Spikeford. Die chaotisch aneinandergereihten Läden verleihen dieser Stadt ihren punkigen Charme. Kann ich nachvollziehen. Hier kommt man nicht rein. Das können wir nicht aufmachen für die Leute, die vor der Tür stehen. Is a big yikes, bro. Und irgendwie erinnert mich die Stadt so ein bisschen an Team Skulls zu Hause. Nur ein bisschen mehr zivilisiert und nicht ganz so runtergekommen. Nicht ganz so Gang-Activity-mäßig bis jetzt. Aber vielleicht erledigt sich das ja noch. Vielleicht finden wir noch mehr heraus. Erstmal hier zur guten Mary rüber. Oh. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganzen Arena-Challenger auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich werde es herausfinden. Okay. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Du erhältst die Ligakarte von Ness. Ness ist anscheinend irgendein Trainer oder Arenaleiter oder sowas. Ole und willkommen in Spikeford. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. You fucking serious? Die ganze Stadt ist die Arena-Mission? Holy shit! Wenn du zum Arenaleiter willst, musst du schnurstracks in diese Richtung weitergehen. Vor allen Dingen, wir haben nicht mal die Chance gekriegt, ja oder nein zu sagen. Die schicken uns einfach hier rein. Hey, Arena-Challenger, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Putt-Situation. Du willst durch, ich will dich nicht durchlassen. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Ich glaube, das war mehr oder weniger eine Falle und gehört nicht mit zur Arena, ironischerweise. Auch wenn wir eben Arena-Symbol gesehen haben. Ich würde eher behaupten, der hat uns in unsere Challenger-Uniform schlüpfen lassen, weil er gesehen hat, dass wir mit Mary gequatscht haben. Und der denkt sich jetzt, haha, die ficken wir. Einfach nur, indem wir jeden hier in der Stadt mad auf sie machen. Aber jeder herausfindet, dass wir Challenger sind, in der Uniform, obviously. Und wenn es doch zur Prüfung dazu gehört, zur Arena, dann, ja, Gacha Bitch. Danke, Spiel. Ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist eh alles Jacke wie Hose. Ich muss dich wohl oder übel durchlassen. Na los, geh schon. Wait, die andere kämpft nicht? Pussy. Pussy! Schade, dass die Läden hier alle zu sind. Es wäre so viel cooler, wenn... Sag mal, kennst du die Attacke Lichtschild? Die lässt nichts durch im Gegensatz zu mir. Naja, oder zumindest wenig. Und Timos ist ein begnadeter Tänzer. Das hebt die Stimmung im Team. Wie gesagt, dass die ganzen Läden hier zu sind, gibt ihm doch ein bisschen Team Skull-Vibes. Ich hatte gehofft, wir treffen hier wirklich auf richtige Läden und auf Menschen, die hier leben in der City. Das würde die City nicht ganz so dead rüberkommen lassen. Aber okay, Pantimos. Komm mal ran hier auf den Meter. Da ist eine unsichtbare Wand. Du kommst nicht daran vorbei. Wie, ich komme nicht daran vorbei? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Will Pantimos herausfordern. Oh, wenn ich zurücklaufe, werden die getriggert. Was haben wir denn da, ein Challenger? Und du willst ja einfach durch? Tja, da musst du erstmal an Team Yell vorbei. Und das wird nicht leicht, denn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Okay, kommt mal ran hier.
Gaunux. Immer doch ein Trashmons. Wie wär's? Was hältst du von Trommelschläge? Bye. Oh, sogar ein Crit. Double Bye. Total eliminiert, ausradiert. Brandstempel, was macht das? Kein Damage? Rempelattacke mit brennendem Körper. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel, desto stärker die Attacke. Okay, und unser Pokémon scheint ziemlich schwer zu sein. Wir sind immer ein Gesteins-Pokémon und nicht gerade ein kleines. Aber die Frage ist jetzt, wie hoch ist der Unterschied zu den meisten durchschnittlichen Mons im Spiel? Und da kann ich nur sagen, wahrscheinlich nicht so mega hoch. Die Attacke hört sich gut an, aber ich glaube, ist es nicht worth, ist es nicht wert. Scheiß drauf. Sobald wir weg sind, geht die Neontafel da drüben an. Das heißt, du kannst weitergehen. Okay. Hey, Pantimos. Dumm gelaufen mit deiner Wand, hä? Go! Und ein Zeichen zur Seite. Ja, okay, chillig. Weil die sitzen da oben in den Fenstern. Ich sehe euch. Wem wir gerade zugejubelt haben? Niemanden. Wir waren einfach alle in Olé-Laune. Ihr fetten Trampel. Na, haben wir dich erschreckt? Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so wehgetan hat. Sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesem Schmerzen abgelenkt werde. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich in den Ball ran, wenn der da oben drauf fliegt, aber danke, mit deinem Fettarsch hast du ihn runtergeholt. Alles easy. Glaub mal, wenn ich mit dem Kampf mit dir fertig bin, tut dir alles noch mehr weh, mein Freund. Dann wollen wir mal. Trommelschläge, wir machen einfach die ganze Zeit das gleiche, bis wir jeden einzelnen von euch verprügelt haben. So, weg mit dem Ding. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich manchmal das Verlangen danach, diese Team Yell-Typen grün und blau zu schlagen, weil die einfach sich null benehmen können. Aber auf die andere Art setzen sie sich auch manchmal fürs Gute ein. Auch wenn sie es dabei mal wieder falsch machen oder über die Stränge schlagen. Aber ich meine, ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man so ein Depp ist. Und damit will ich nicht sagen, dass alle Punks oder Rüpel oder so in dem Sinne Deppen sind, sondern ganz im Gegenteil. Gerade spezifisch hier diese Pappenheimer hier. Ja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichsten Schmerzen gekämpft. Das könntest du mir ruhig ein bisschen würdigen. Naja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das Weite suchen. Und guck, dass du wegkommst. Ich weiß nicht, warum ihr jedes Mal mit zwei Leuten auf mich zukommt, aber immer nur einer kämpft, ihr Bitches, ihr Pussys. So, wann kommt der Nächste? Wo kommt der Nächste? Was geht hier ab? Ach, du schon wieder. Deine Pokémon pfeifen inzwischen bestimmt aus dem letzten Loch. Das war wiederum ziemlich dope. Holy shit. Nicht schlecht. Wir wollen berühmt werden, darum üben wir jeden Tag und Nacht unseren Backflip. Da staunst du was? Hey, staun gefälligst. Wenn du durch das ganze Gestaunen abgelenkt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Naja, ich meine, Backflips sind schon ziemlich beeindruckend, aber ein Backflip alleine reicht nicht, um Fame zu werden. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, viele Leute da draußen können Backflips. Und am Ende des Tages juckt's doch keinen Schwanz. Es sei denn, sie präsentieren das öffentlich in Videos etc. und machen was daraus. Metallklaue. Du spielst mit einem Eis-Pokémon und benutzt Metallklaue gegen Pflanzen-Pokémon. Was ist in deinem Hirn nicht richtig? Und jetzt buffst du dich, um besiegt zu werden. Manchmal sind die NPCs hier in dem Spiel, gerade die Temiel-Typen, ziemlich dumm. Ich habe das Gefühl, in dem Game hier, dass die ganzen verschiedenen Trainerklassen
Natürlich ist es schon immer so gewesen in Pokémon-Spielen, dass die höheren Trainerklassen, wie Ass-Trainer zum Beispiel, im Durchschnitt bessere Pokémon hatten, also höhere IVs, bessere Level etc., höhere DVs, also IVs, EVs, hatten etc., also die waren besser durchtrainiert und waren deswegen schwieriger zu besiegen, hatten stärkere Mons deswegen. Aber ich habe das Gefühl, in dem Spiel hier ist es auch so, dass je nachdem, was für eine Trainerklasse die sind, die unterschiedlich schlau kämpfen, als wenn sie die KI absichtlich so ein bisschen dümmer bei den Grunts, bei den Rüpeln gemacht hätten und so ein bisschen schlauer halt bei den erfahreneren Trainern, wie zum Beispiel den Arenaleitern. Deswegen sind die auch auf einmal immer in den Arenen so viel schwieriger zu besiegen, als die Rüpel unter anderem. Upsi, ich hätte wohl eher an meinem Kampfstil fallen sollen, als an meinem Backflip. Danke für den Tipp, Schwester. Du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Trotzdem ziemlich dope. Aber es reicht. Wir haben es verstanden. Hier komme ich. Platz da. Hallo, hallo. Jetzt dreht Timi also richtig auf. Du denkst wohl, als Arena-Challenger kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da muss ich dich enttäuschen. Falsch gedacht. Haha, du bist umzingelt. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren. Puh, ha, fast hätte ich meinen Einsatz verpasst. Aber um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Ja, du siehst richtig. Wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. Oh lol, der Typ hat kein Make-up an. Weder die Bänder auf den Armen, noch im Gesicht hat er seine Streifen. Team Yell sind die Arena-Trainer von Spikeford. Wie cool ist das denn? Kennt nicht mal seine Halsbänder und so an. Das ist nice, das ist ein nicer Touch, definitiv. Aber am Ende des Tages kann ich dazu trotzdem nur eine Sache sagen. Und zwar, ihr Luschen, ihr könnt nach Hause fahren. Wenn ich mit euch fertig bin, ist sowieso Land unter. Nicht, dass ihr mir irgendwie in irgendeiner Art gefährlich werden könntet. Ich brauche nur ein Pokémon, um euer komplettes Arena-Lager hier auseinanderzunehmen. Und ich habe 6 Stück davon. 6 von den Threats. 6 von den Killerviechern. Und wenn eins schon reicht, wollt ihr nicht wissen, was 6 machen können. Level 50 auf Galoppa. Unser erstes 50+. Let's go! Borschnabel, let's go. Gib ihm. Bam, bam, bam. Wir müssen mal Doppelschlag. Und noch einen Borschnabel. Und das war's dann aber auch schon. Bam. Bam. Die Musik von Timia ist aber dope, Mann. So schön rockig, punkig. Bam, 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 badam. Okay. Und jetzt aus dem Weg mit euch. Ha! Mir doch egal, ob du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es mit dem Arenaleiter zu tun. Und der hat mächtig was auf dem Kasten. Ich mach dir keine Illusionen. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter Team Yell steckt. Dass du mich ohne meine Schminke erwischt hast, kratzt hier keinen. Bestimmt nicht. So, und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nur zur Sicherheit. Warum? Weil euer Arenaleiter pisst ist, wenn ihr verliert? Ich weiß, dass ich pisst wäre. Bitte was? Könnt ihr jetzt... Achso, das ist Mary. Hupsala. Huh. Bitte was? bitte was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, Gimp. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass Spikeford für mich abgeriegelt wurde. Oh, shit. What? Mit Spikeford geht's einfach immer weiter den Bach runter. Und was unternimmt Arenaleiter Ness dagegen? Nichts. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yell verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Stadt oder ins Stadion zu lassen. Damit hätte Miss Mary leichtes Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen. Ihre Chancen, den Champ vom Thron zu stoßen, wären damit sowas von gestiegen. Ich weiß es nicht, das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor.
naja, sie sind deine Fans, aber gleichzeitig haben sie auch sich für die Stadt eingesetzt. Sprich, ja, sie waren deine Fans, weil du auch von hier kommst und weil sie dich mögen. Aber gleichzeitig ist die Stadt am Untergehen und sie haben auch als Fans für diese Stadt sich eingesetzt. Das heißt, das sind Double-Fans, die nicht nur hundertprozentig hinter dir stehen, sondern halt damit auch hinter allem anderen, was diese Stadt betrifft. Jim, vergiss diesmal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Okay, cool. Wollen wir doch mal. Fuck out my way. Darf ich mal stören, ja? Hey, wer bist du denn? Es hört sich eher so an, als wenn die buhen würden, anstatt ihn anzufeuern. Kommt mal jemand. Ja, als Arena-Leiter werde ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion, ja. Aber so allein zu sein, das tut ganz schön in der Seele weh. In dieser Stadt, in diesem Stadion, ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Also kann ich nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Dann wollen wir mal. Ich bin der Arena-Leiter von Spikeford und gegnadeter Trainer von Unlicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehmütigen Nash. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird gerockt, Spikeford. Ey, Arena-Leiter Ness fordert dich heraus. Interesting, dass sie so jemanden, so einen Versager in so einem Grottenstadion, wo man nicht mal Dynamaxen kann, tatsächlich als Arena-Leiter durch... Als Arena-Leiter durchgehen lassen, in der Gala-Region. Ich dachte, die wollen die Gala-Region so groß aufziehen, so eine große Show daraus machen. Und dann ist der 7. Arena-Leiter, oder 6., ich glaube 7. war das, dann ist der 7. Arena-Leiter so ein Lappen. Ich will nicht sagen, dass er schlecht kämpft oder schwach ist, aber come on. Wenn euch die Arena-Challenge so wichtig ist, dann behandelt sie auch mit ein bisschen Respekt und hört auf, sie mit den Füßen zu treten. Boah, aber die Musik im Kampf ist richtig dope. Bam, bam, bam. Ey, 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 ey. Gib ihm. Gortrom, gib ihm. Critical Hit. Peace. Bam, 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 bam. Ich kenne die Musik zwar nicht, aber es macht irgendwie Bock. Hey, ein Wasser-Pokémon. Ist das Ding Wasser-Unlicht oder ist das Ding Wassergeist? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oder ist das Ding Unlichtgeist und kein Wasser-Pokémon? Wait a second. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was das für ein Typ ist. Naja, ich benutze mal einen Hypertrank. Da. Einmal bitte voll machen. Nur auf Nummer sicher gehen. Ich vertraue dem gegnerischen Feeder nicht ganz. Da war jemand punkig genug, um seinen 3DS auf den Kopf zu drehen wie so ein Rebell. Okay, Trommelschläge, gib ihm. Jetzt finden wir heraus, was du wirklich bist. Bist du Wassertyp? Solltest Wassertyp sein. Nein, bist du nicht. Du bist Undichtgeist? Oder was bist du? Sieht so aus wie so ein Wasser-Pokémon halt. Okay, Holzhammer, macht noch mehr Damage, wir ballern dich weg. Scheiße, jetzt finishen wir uns selbst. Ich hatte gehofft, wir outspeeden, aber wir outspeeden nicht. Immerhin ist es besiegt. Wir haben noch genug andere Pokémon im Team, die den Kampf für uns gewinnen können.
Okay. Nächstes Pokémon, was wir einsetzen. Cramor. Let's go. Es werden zwar alle stinken, aber was soll's? Skandink, zeig's ihnen! Mit deinem Toxin! Na los, Stahlflügel! Tiefschlag! Gucken, was mehr Damage macht. Bohrschnabel oder Stahlflügel? Beide Step. Nehmen sich nicht viel. Und nochmal Bohrschnabel. Oh, Tiefschlag nach einem Screech. Ist gar nicht mal so dumm. True Damage muss ich dir lassen. Aber weg mit dem Skuntech. Und Finalschlag, ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht vor, hier die ganze Zeit auf Safe zu spielen. Es ist keine Nuzlocke. Ich muss meine Pokémon nicht am Leben halten. Ich gehe einfach all out und vernichte den Gegner. Dann wollen wir doch mal. Ich glaube, Belectro ist hier eine gute Wahl. Wir sind super schnell mit dem... Ja, bei mir gibt's keine Zugabe. Keine Songs, keine Attacken und auch keine Pokémon. Hier kommt der Star meiner Band. Sein gelenktes... Was? Was auch immer. Leck mich doch. Wangrubbler, gib ihm. Abblocker. Das ist ein Special Move, richtig? Schützt sich selbst. Und dafür wird meine Verteidigung stark gesenkt. Barrikadax. Die letzte Entwicklung von Gala Zickzacks. Dope as fuck. Diese Nummer habe ich mir extra aufgehoben. Das Publikum wird durchdrehen. Next Strike. Warum hat die Attacke einen englischen Namen? Und mit meiner reduzierten Verteidigung macht das auch übel den Damage. Okay, Stromstoß, wir gehen all out. Das Ding ist tanky as fuck. Nochmal Next Strike. Englische Namen im deutschen Spiel. Naja, okay. Monte Carlo, komm mal raus hier. Das Sabir ist im Hintergrund als Neonlicht, das ist sau dope, Mann. Und Nitro-Ladung. Oh, wir machen 0 Damage. Ponter. Gut, dass wir 0 Damage gemacht haben. Katapult. Nee, Para. Wieso wollte es mich out... Achso, es hat bestimmt eine Priority-Move. Wollte gerade sagen, wieso hätte es mich outspeedet? Das war ein Crit, holy shit. Wenn ich ein Speed Plus hab und es parat ist. Aber ich glaube, das war ein Prio-Move. Sowas wie Tiefschlag. Konter. Gut, dass ich nicht so viel Damage mache. Ansonsten würde ich hier legit umfallen. Langsam aber sicher holen wir dich von deinem hohen Thron runter. Und Katapult. Abblocker. Okay, okay. Senkt meine Verteidigung. Ist schon okay. Ist eine gute Attacke. Abblocker, muss ich sagen. Oh, diesmal ist meine Verteidigung nicht gesenkt. What? Vielleicht ist es eine Fähigkeit, die nur einmal pro Kampf funktioniert oder so. Ich wollte gerade sagen, wenn das immer die Verteidigung stark senkt, wäre das eine richtig gute Alternative zu halt dem normalen Schutzschild. Und du bist besiegt, mein Guter. Ey! Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Ha, lass uns das irgendwann mal wiederholen. Okay, gerne. Wenn du kein Arsch bist, warum nicht? Hat Spaß gemacht. Ich kämpfe gerne Pokémon. Ha, ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Mein Pokémon scheint es genauso zu gehen. Naja, ob ich dir die Hand geben will, weiß ich nicht so recht. Hier, das ist der Unlichtorden. Hey, let's get it.
Oh. Jetzt kannst du alle Pokémon bis einschließlich Level 55 fangen. Eine Uniform kriegst du auch noch. Hm. Ich sollte die Dinger unbedingt auf meinen Konzerten verkaufen. Wir haben eine Unlichtuniform gekriegt, die wahrscheinlich so aussieht wie die Team Yell-Uniform. Was echt ziemlich cool ist. Ich mag es, die Uniform der bösen Teams zu haben und zu tragen. Als nächstes fordert mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus. Oh, Mary ist die Schwester. Ja, das ist dope. Das war schon ein bisschen bewegend, muss ich zugeben. Du hast den Kampf mitverfolgt? Ach, dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach, was. Deine Taktik war gar nicht übel. Ich hätte mir sogar ein paar gute Tricks bei dir abschauen können. Wirklich? Hm. Hör mal, Mary. Es gibt ja was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arenaleiter von Spikeford gerne nicht abtreten. Ach, das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arenaleiter eine echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch gleichzeitig Arenaleiterin sein. Ah, stimmt. Da war ja was. Hm. Lass mich doch mal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Gimp. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Das ist auch eine nette Art und Weise zu sagen, fick dich, geh raus, guck, dass du wegkommst. Du hast Ness besiegt, was? Ha, hier hast du eine TM als zur Belohnung. Und wir erhalten TM 85 Standpauke. Let's go. Holy shit. Hey, auf Route 9 gibt's einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du da, hast du Ness besiegt, stimmt's? Ha, Delian könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Wer zur Hölle bist du? Wie kommst du hier rein? Ich habe hier niemanden anderen gesehen außer Team Yell. Komm, ich bring dich zu ihm. Und natürlich werde ich nach der Arena wieder abgefangen. Ist immer so in Pokémon-Spielen, in dem Spiel zumindest. Checkmark auf die Mission, erkunde Spikeford. Und das Tor ist offen. Ah, let's go. Kabum. Hey, Delian, was geht? Hey, Gimp. Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du und Hop euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Es fehlt euch nur noch der Orden von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich, er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet, ich muss diesem Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Delian, der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Holy shit, das hört sich irgendwie ein Vulkan oder so. Oder wie? Das kam von der anderen Seite des Tunnels. Das ist mein Stichwort. It's Champ Time. Es könnte auch sein, dass das Kraftwerk ist, was in die Luft geht. Naja, ich pflück erstmal in aller Ruhe Berries. Keinen Grund zu rushen. Ist ja nicht so, als wenn die Welt auf dem Spiel stehen würde. Lalala. Ich würde sagen, wir machen aber noch mal ein bisschen weiter, schauen uns noch ein bisschen um. Du hältst es bestimmt nicht auf, oder? Warum ist hier plötzlich, hat hier plötzlich alles gewackelt? Oder habe ich am Ende doch nur ich gewackelt? Nein, das kann nicht sein. Okay, du bist ziemlich verwirrt im Kopf, alles klar, mein Freund. Oh, ob es in Claw City wohl alles in Ordnung ist? Ah, habe ich da eben den... Was? Ist da eben der Champ vorbeigerauscht? Du weißt schon, dieser Mann mit dem Mantel, der von unten bis oben mit Logos übersät ist. Delian? Ein wildes Dynamax-mietes Pokémon hier? Was ist das für ein rotes Licht? Bro, ich will mitmachen! Dynamax-Pokémon? Hier? Wild? Let's get it! Lass mich durch! Holy fuck! Das hört sich richtig Hype an, als wenn die Welt untergehen würde. Hey, Gimp! Hast du es mitbekommen? Geht's um Delian? Genau! Es war da dieses laute Rums und dann ist dieses rote Licht erschienen und dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, dynamaximiert. Ja gut, lass mich mitmischen. Ich hab Bock auf Action. Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Da ist Delian. Er ist einfach der coolste.
Mein Bruder und sein Glurak haben nicht lange gefackelt und das dynamaximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Ha, ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Claw City sein. Auf geht's. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ich hätte gerne mitgemischt, wenn ich ehrlich bin. Yo, Fettsack, lass mich in Ruhe. Komm, dich besiegen wir schnell. Du gibst uns immerhin Bonus-Watts. Ich kann mir nicht vorstellen, dieses Pokémon jemals competitive zu benutzen. Von daher kann ich mir nicht wirklich vorstellen, es benutzen zu wollen oder zu fangen zu wollen. Aber vielleicht gehört es zu einer Egg-Breed-Gruppe, die ich eventuell mal benutzen kann, um irgendwas anderes zu machen. Das heißt, wenn es überlebt, fange ich es vielleicht. Es überlebt nicht. Okay. Damit hätte sich die Sache erledigt. Gut, gehen wir mal Vollgas. Wo zur Hölle sind wir hier eigentlich? Jetzt sag mir bitte nicht... Willst du die Entwicklung des Pokémon stoppen? Ja, das kennen wir ja. Aber bitte nicht, die Trainer wollen jetzt in aller Ruhe kämpfen, während wir hier auf Reise sind. Zurück zur Stadt, nachdem hier alles gewackelt und explodiert ist und sonst was. Aufhören, 6 Bären reichen vorerst. Ey. Noch ein Item. Schutzbrille. Diese Brille schützt ihren Träger nicht nur vor wetterbedingten Schaden, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt werden. Das ist cool, nice. Okay, weiter geht's. Wie groß ist denn die Route hier überhaupt? Nicht, dass ich mich jetzt hier sofort nach der Arena auf die nächste Route aufgemacht habe und die jetzt gigantisch groß ist, ja? Und wir jetzt hier nochmal eine halbe Stunde auf der Route rumrennen. Kann ich mir aber kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aus irgendeinem Grund ist mein Laptop gerade aus dem Internet geflogen. Weird. Aber mein PC ist noch online. Whatever, Hauptsache wir können die Episoden nachher noch hochladen. Sollte ich vielleicht das Pokémon wechseln? Oh ja, auf jeden Fall, er hat Aeroas. Und ich mache kaum Schaden an dem. Holen wir mal unseren Feuertypen raus. Gib ihm Nitro-Ladung, auf geht's. Er hat sogar einen Death-Drop, sollte richtig reinballern, mehr oder weniger. Oh man, Nitro-Ladung lässt echt zu wünschen übrig. Das ist eine Attacke, die ich schon in Mond und Sonne immer gehasst habe, als ich da noch mit meinem Alola Knogger gespielt habe. Es hat echt nichts Besseres gelernt bis super late im Game und die ganze Zeit auf dem ganzen Weg muss ich mit einem 50-Damage-Move durch die Gegend laufen. Richtig anstrengend. Es wird echt Zeit, dass wir was lernen, was einen Base-Damage-Stat hat, der nicht RNG-bezogen ist wie der mit dem Gewicht, der mehr als 50 macht. Gerne auch mehr als 60 oder 70. So 80 bis 120 wären ganz schön. Okay, Laptop ist wieder online. Was auch immer das gerade war. Ich glaube, der hat Discord einfach nur kurz gespackt. Oh shit. Das ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall auswechseln. Es sei denn, wir uns speeden jetzt mit Doubles. Ah ne, er hat Initiative. Nevermind. Er hat auch einen Initiative-Boost bekommen. Da können wir also nicht viel machen. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Wechseln wir mal aus. Wait, ich denke immer, Grass-Moves sind nicht effektiv auf Elektro-Pokémon. What the hell? Sonst speedet uns, bitte finish uns nicht. Oh mein Gott, das Vieh ist so lästig! Und noch ein Crit, na klar, und jetzt ist es wieder voll geheilt. Oh, es geht mir jetzt schon auf die Eier, Mann, ihr glaubt es nicht. Upf, falscher Swap-In. Ich hab mich total verklickt, Mann. Wir werden auf jeden Fall outspeedet und ge-one-shotted. Vierfach effektiv. Ha! Egal. War ein Versuch wert. Okay, was kann ich denn machen? Wir können nach Gortrom wechseln. Darauf sollte Gigasauger auf gar keinen Fall effektiv sein. Ein Abschlag. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Geist-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, bam. Bye. Hätte nicht gedacht, dass uns ein Mortipod so viele Probleme macht. Vor allen Dingen, wenn ich mal ganz kurz nicht auf den Bildschirm gucke und mich nicht konzentriere. Ein Quatermack. Noch mehr Affen, hä? Protzer. Okay. Und weg mit dir. Wie viele Pokémon hat der Typ eigentlich? Der Kampf geht ziemlich lange. Oh, das war's. Sehr schön. Erstmal ganz kurz beim Team heilen. Irgendwie vertraue ich der Sache hier nicht ganz. Wie gesagt, ich habe einmal ganz kurz nicht aufgepasst, einmal ganz kurz nicht hingeschaut. Weil ich mit meinem Laptop abgelenkt war, der Spacken macht an der Seite gerade. Warum ich euch das erzähle, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Keiner von euch wird das während des LPs mitbekommen haben. Aber was soll's. Ich wette, hiernach kommt gar kein Trainer mehr, wir können sofort in die Stadt zum Heilen. Aber so ein bisschen auffrischen kann nie schaden, wer weiß schon. Ich will mal kurz Hallo sagen, mal gucken, was du für Pokémon hast. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Sie hat Mauzis ohne Ende. Sogar ein Alola-Mauzi. Aber kein normales, kein Kanto-Mauzi, so wie es aussieht. Doch, da ist ein Kanto-Mauzi. Ey, wie cool ist das denn? Mauzin-Grid ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Poke-Camping eine Beere für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Komm uns gerne mal besuchen, spiel mit meinen Pokémon. Jein. Ja. War ja schon besuchen, mehr oder weniger. Oh, wait. Jetzt sind wir wieder hier. Und hier sind wir vorher nicht durchgelassen worden, wegen Team Yell, wenn ich mich nicht täusche. Ja gut, dann hätte ich mir das Heilen wirklich mehr oder weniger sparen können. Ich wusste nicht, dass die Route so kurz ist, aber das passt perfekt mit der Zeit in unserer Episode. Wir können nämlich jetzt perfekt hier hingehen. Uns komplett voll heilen lassen. Nochmal unsere Items aufstocken, auch auf jeden Fall. Wir brauchen nämlich nochmal ein paar Items. So langsam sind wir bei dem Punkt angekommen, wo wir Supertränke nicht mehr unbedingt gebrauchen können. Wir sollten vielleicht überlegen, komplett auf die Hypertränke umzusteigen. Und unser Sortiment sollte sich auch erweitern. Yes, Sir! Was kaufen? Hyperbälle? Ich würde nochmal gerne 11 Stück dazu kaufen. Die sind so teuer, Mann. Wenn ich bedenke, wie viele Klamotten ich noch kaufen will im Postgame, wird mir schlecht, wenn ich die Preise hier sehe. Naja, gut. Okay. Gut genug, sollte erstmal reichen, hoffe ich.
Aber Leute, ich würde sagen, dann ist hier ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wir sind wieder hier in der City angekommen, Claw City, wo es jetzt weitergeht mit unserer Reise. Haben erfolgreich die Arena besiegt, sind durch die Route durch, etc. etc. Haben uns heute richtig ins Zeug gelegt, hat auch großen Spaß gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Episode war dope, gerade wegen dem Arena-Leiter, weil der so funky und abgespaced war. Hat mir echt gut gefallen. Wenn euch die Episode genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben, bedeutet mir die Welt, ihr wisst, wie es läuft. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und ich bin raus und ich wünsche euch noch einen super tollen Tag. Und haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.